So, meine Lieben, heute geht es weiter mit der Serie, mit der kleinen Miniserie, welche Software-Tools und welche Programme sind als Handwerksbetrieb unerlässlich, um den Betrieb ja, zum Wachsen zu bekommen, mehr Strukturen zu bekommen, bessere Kundenergebnisse zu haben. Und heute geht es mit einem sehr coolen Thema weiter, nämlich wie schaffst du es, Formulare, also zum Beispiel Aufmaßformulare etc. zu digitalisieren. Viel Spaß dabei. Ja, wer kennt das nicht? Man ist auf der Baustelle gewesen und hat irgendwie Informationen aufgenommen, Aufmaß genommen zum Beispiel von einer Baustelle, oder man macht es nicht selber, sondern Mitarbeiter machen es und dann sind gewisse Informationen einfach vergessen worden aufzunehmen, oder es ist in irgendeiner komischen Schrift, die keiner entziffern kann, ja. Das Blatt kommt abhanden, man ist mit dem Fuß draufgetreten und kann die Hälfte nicht mehr erkennen und so weiter. Die Situation kennst du wahrscheinlich. Und wie kann man das lösen, beziehungsweise wie kann man das besser machen? Das kann man besser machen, indem man das nicht auf Blatt Papier macht, sondern digital. Und wie kann man das digital machen, beziehungsweise was hat man da für Möglichkeiten? Was sich zum Beispiel anbietet, wir können das mal durchgehen anhand vielleicht vom Aufmaßblatt, ne? Das ist ja vielleicht eine gute Sache. Normalerweise, also es gibt da mehrere Evolutionsstufen sozusagen. Wenn du für dein Aufmaß schon ein vorgefertigtes Formular in Papierform hast, dann bist du, sage ich mal, schon mit in der Oberliga, ja, oder in der höheren Ligen der Handwerksbetriebe unterwegs, weil wirklich die meisten machen es einfach auf Freestyle. Da wird eine kleine Skizze dran gemacht, dann auf Blatt Papier geschrieben und genau, mal fehlen ein paar Zahlen mal nicht. Genau, der eine macht es so, der andere macht es so. Und wenn du das sozusagen schon in strukturierter Form hast, vielleicht mit kleinen Kästchen, die man anhaken kann, mit Dingen, die beachtet werden müssen bei der Montage, damit dann die Monteure schon vielleicht eine Vorab-Info haben. Vielleicht für die Projektplanung hast du gewisse Informationen zu den Gegebenheiten, vielleicht irgendwie wie das Dach oder wie die Decke ist, wie der Boden ist und so weiter, dass da einfach gewisse Sachen mit hinterlegt werden in systematischer, also in strukturierter Form, dann bist du schon mal sehr, sehr gut dabei. Allerdings hast du dann natürlich die gleichen Probleme, die wir auch eben genannt haben, nämlich wenn dieses Blatt abhanden kommt, wenn das dreckig wird, verschmutzt ist und so weiter, dann kommst du auch in Probleme. Und dafür ist jetzt nämlich die nächste Stufe dieses Blatt auf Papier, also dieses Formular, in eine digitale Form zu übertragen. Und was man da eben sehr, sehr gut machen kann, ist, dass man ein digitales Formular eben verwendet. Ne, da gibt es verschiedene Anbieter. Die einen haben mehr Vorteile als die anderen. Darum geht es aber heute auch nicht. Heute geht es darum, dir einfach mal zu zeigen, was möglich ist, beziehungsweise warum das sinnvoll ist. Und zwar, was man da machen kann, ist eben, und jetzt wird es cool, du kannst eben deinen kompletten Aufmaßablauf in so einem digitalen Formular abbilden. Das heißt, wenn du mit dem Handy oder mit dem Tablet vor Ort bist beim Kunden, dann geht's los. Ja, um welche Art von Aufmaß handelt es sich? Garagentor XY. Um welche Art von welche Art von Elektronik soll da verbaut werden? Die und die Elektronik. Was jetzt halt passiert, wenn du normalerweise ein Aufmaßblatt hast, hast du ja alle Optionen, die der Mitarbeiter auswählen kann, zur Verfügung. In dem Formular kannst du schon sagen, wenn er vorne 1 auswählt, dann wird ihm halt nur noch 4, 5 und 6 angezeigt. Genau. Und nicht mehr 2 und 3 zum Beispiel. Das heißt, es macht es für den Mitarbeiter viel einfacher. Er sieht nicht mehr das ganze Formular, sondern sieht nur den begrenzten Bereich, den er tatsächlich auch braucht. Und es geht auch in die andere Richtung. Nicht nur, dass er Sachen nicht mehr sieht, die er nicht mehr braucht, sondern auch in die andere Richtung geht's. Du kannst dafür sorgen, dass wenn er einen ganz bestimmten Fall auswählt, wenn er ein ganz spezielles Garagentor-System auswählt, was du jetzt gar nicht auf dem Standardformular drauf hast. Genau, dann geht ein ganz neuer Fragenkatalog auf, der nämlich extrem wichtig ist für dieses eine bestimmte Ding, und das müsstest du sonst in den Köpfen deiner Mitarbeiter installieren, dass die dann daran denken, wenn es so und so ein Tor ist, dann muss ich das und das beachten. Und du schaffst es halt, und du kannst das auch jederzeit bearbeiten sozusagen als Chef, wenn sich eine Sache ändert. Ja, angenommen, du sagst, Mist, diese eine Information, die müssen wir auch immer noch abfragen, dann änderst du das einmal bei dir im Programm, und alle deine Leute, die vor Ort rausfahren, ob das du selber bist oder deine Jungs, die das Aufmaß machen, dann ist das sofort aktualisiert und diese eine Frage oder diese eine Information wird zusätzlich mit abgefragt. Und das könntest du nicht machen, wenn du das auf Blatt Papier machen würdest oder auf einem Formular. Klar, du könntest ein neues Formular machen, aber wenn du es auf Blatt Papier machst, dann musst du natürlich erstmal allen sagen, bitte denkt daran, Jungs, wenn ihr das und das macht, dann fragt auch das ab. Und das ist total schwierig. Und du hast zusätzlich noch sehr wenig Toleranz bei den Antworten. Das heißt, du kannst sagen, okay, ich brauche in diesen Kästchen halt eine Zahl zwischen 1 und 10.
wenn irgendwas anders angegeben wird, dann geht es einfach nicht durch. Auf das Blatt Papier könnt ihr alles schreiben. Da könnt ihr theoretisch Buchstaben schreiben, ne? Das würde gehen. Ja. Er kann Sachen vergessen. Er sagt, ja, okay, diesen Bereich brauche ich. Jetzt hat aber eine Frage unten, die er eigentlich bräuchte, hat es auch übersehen. Passiert sicherlich häufig bei dir, wenn du noch physische Aufmaßblätter hast. Und an der Stelle würde das Formular zum Beispiel sagen, du kannst nicht weitermachen, es ist nicht ausgefüllt. Es geht einfach technisch nicht. Ja. Ne? Du kannst es nicht abschicken, wenn dieses Feld nicht da ist. Und damit schaffst du es halt ganz viele Fehlerquellen, die aufgrund von Schusseligkeit, vielleicht auch von Unwissen an manchen Stellen entstehen, einfach zu vermeiden. Ja. Das ist sehr mächtig. Du kannst das auch für, also es muss ja nicht nur Aufmaßblatt sein, ne? Nee, klar. Du kannst ja in jedem Bereich theoretisch nutzen. Du kannst sagen, wenn sich jemand bewirbt, dann gibt es da ein paar Sachen, die er ausfüllen muss automatisch. Ja. Je nachdem, was er auswählt, werden andere Fragen geöffnet. Auch wenn einen Auftrag machen. Ja, auch genau. Wenn ein Auftrag ausgelöst wird, ne? Wenn zum Beispiel ein Kunde jetzt bei dir kauft, angenommen, der kauft eine Küche, ja, dann kannst du sagen, ja, was ist das für eine Küche, welches Modell und so weiter. Du kannst das alles hinterlegen. Du kannst die Zahlungsgeschichten hinterlegen. Du kannst da Dokumente, Angebote und so weiter sogar mit hinterlegen. Und jetzt ist es natürlich interessant, weil du kannst dann diese Information und wenn du das Video von uns zum Thema digitale Baustellenmappe gesehen hast, dann wird es nämlich extrem spannend, weil du kannst dann nämlich dafür sorgen, dass diese ganzen Informationen von diesem Aufmaß, von der Buchung, von der Anfrage und so weiter, dass das auch alles eingeht in deine digitale Baustellenmappe, nämlich in die Baustellenmappe von diesem einen Kunden. Richtig. Ne? Und dann schaffst du es nämlich, dass du wie so eine Art Kontrollzentrale hast in deiner digitalen Baustellenmappe und von allen Seiten auch Informationen da reinfliegen können. Das Aufmaßblatt geht da rein, dann geht vielleicht von der Buchhaltung hier was rein, dann geht vielleicht eine Reklamationsanfrage hier rein und so weiter. Und so landen alle Informationen über verschiedene standardisierte Formulare in einer strukturierten Form in deinem System. Und damit bist du in der Champions League, was Handwerksbetriebe angeht. Und das ist eine sehr, sehr gute Situation, einfach diese Übersicht und diese Systematisierung zu haben. Und deine Leute werden es dir auch danken, weil das kann nicht mal passieren, dass das Aufmaßblatt irgendwie vergessen im Betrieb oder so. Sie haben halt immer ihr Handy dabei, immer ein Tablet dabei. Man könnte noch ein Backup-Tablet in den Bulli legen, weil es doch mal eins von beiden vergessen wird. Und sofort haben die Möglichkeit, jedes Formular, jedes Aufmaßblatt, was in der Firma existiert, aufzurufen mit zwei Klicks. Ja. Das ist halt mega mächtig und wird halt viele, viele Probleme einfach lösen. Ja. Ne? Und auch der Kunde ist beeindruckt, wenn du einfach vor Ort das Aufmaß sozusagen machst. Ja, du klickst mal ein paar Mal mit dem Daumen auf deinem Tablet rum, machst ein Foto mit dem Tablet und das Ganze wird in Betrieb geschickt. Das kommt natürlich auch gut an. Du kannst es sogar unterschreiben lassen vom Kunden. Genau. Ein Abnahmeprotokoll kannst du unterschreiben lassen. Einen Klick, schon ist es in Betrieb drin. Ja. Du bist noch nicht mal losgefahren. Ne? Ja. Ja, das ist auf jeden Fall sehr mächtig. Also, sobald du einmal verstanden hast, was da möglich ist, wir haben zum Beispiel letztens einen A&M-Tag hier gehabt. Das ist immer ein Tag, wo unsere Partner quasi eingeladen sind und wir als Inhalte teilen. Da haben wir einmal ein Beispiel gezeigt, wie man das im Bereich des Garagentore so ein digitales Aufmaßblatt machen würde. Und es gibt auch einige, die direkt danach das umgesetzt haben und bei denen jetzt halt im Betrieb viele Dinge extrem viel einfacher laufen. Mit dem Zeitaufwand von vielleicht einer halben Stunde das mal umzusetzen, einfach ihre Leute jeden Tag eine halbe Stunde sparen. Das ist halt so ein guter Hebel auf die Zeit, die du da investierst. Das macht auf jeden Fall Sinn. Du sollst dich auf jeden Fall mit sowas auseinandersetzen. Wenn du Fragen dazu hast, gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen, weil du siehst schon, da kommt viel Content, viele Dinge, die du direkt nutzen kannst. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. So, Zapier.